Also jetzt kommen wir zum Teil Nummer 2. Das wäre das komplette Teil hier. Wenn man jetzt diesen Taster hier drückt, dann wird die LED anfangen zu leuchten. Und das ist die Energieantenne. Und ich werde euch den Inhalt noch mal kurz zeigen. Dazu blende ich mal kurz weg. Also innen drin befindet sich einmal ein Gleichrichter, eine Gleichrichterbrücke und die habe ich, also diese Schaltung, wie der hier zusammengeschalten ist, nennt man Tesla-Schaltung. Und hier ein Kondensator, der hat 200 Volt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und 470 Farad. Und damit funktioniert es, eine LED zum Leuchten zu bringen. Wenn man wenn man die Antenne an eine Energiesparlampe hängt. Oder hebt. Ja, wie auch immer. Ich habe auch schon gehört, man kann sie an andere Gegenstände heben. Und bei der, wenn man sie in die Erde steckt, so eine Metallstange in die Erde steckt, dann funktioniert das scheinbar auch. Vielen Dank fürs Zuschauen.